Ja. Nee, ne? Ernsthaft jetzt? Muss ich den jetzt ernsthaft leer schießen? Oder? War eine schöne Zeit mit dir. Jawohl, 6-5! Die letzte Kanone ist deaktiviert! Der Himmel gehört Ihnen! Gut gemacht, Junge! Gute Arbeit! Der Weg zum Modul der Königin ist frei! Weiter zum ULG! Wir sehen uns dort! Hier ist 6-5. Raketen scharf. Zwei gezündet! Bestätigt! Verdammt richtig, Raider! Wir sehen unser anderes Schiff da unten. Es könnte Überlebende geben. Kein Marine bleibt zurück. Seht nach. Verstanden, Asher! Machen wir, Chef. Ja? Hallo? Der Moment, in dem du feststellen musst, dass deine... Nein! Ja. Oh, voll. Autsch! Ja, so ein Raketenwerfer ist schon eine schöne Sache. Nur der Umgang sollte gelernt sein. Aha. Um Anweisung!
Negativ. Verfolgen Sie sie nicht. Gehen Sie umgehend zum ULG-Chef. Hier ist Actual. Alle verbleibenden Colonial Marines begeben sich zum ULG. Wir reisen ab. Sie will zum Chef. Wir folgen unseren Anweisungen. Schnell! Der eine hier mit der Ruiz, der macht mit seiner Pistole mehr Damage als die mit ihren dicken Kanonen. Kommt mir fast so vor. Wir haben es gleich geschafft! Pass auf, bis wir an Bord sind! Geschafft! Passt auf, bis wir an Bord sind!
Wie zur Hölle sollen wir denn auf dieses Schiff kommen? Daran arbeite ich noch. Jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt. Ich weiß. Bishop, was ist, wenn ich die Türen sprenge? Als Vorsichtsmaßnahme wird sicher von Ihnen abgeriegelt. Was? Das ist der Plan? Andere Option haben wir nicht. Wir müssen vor dem Verlassen der Atmosphäre an Bord. Reed, machen Sie schon. Waffen scharf. Zwei gezündet. Alle festhalten! Oh, nur eine. Aber wir haben den Flammenwerfer vom Frost gefunden. Immerhin. Nächste Mission. Ich meine, das ist sogar schon fast die letzte. Ich bin mir nicht sicher, aber kann durchaus sein. Suchen Sie mit Bishop einen Weg hier raus. Kein Marine bleibt zurück, klar? Ihr versucht, die Luftschleuse zu öffnen. Ich versuche, Cruz zu holen. Ich gehe mit der Mirwald und Hickstift in Wartungsschacht. So kommen wir rein. Uns bleiben noch etwa 8 Minuten bis zum Verlassen der Atmosphäre. Halt! Keine Diskussion. Los! Verstanden. Los, weiter! Wie geht's Ihnen da drin? Ein langes Ziel, Herr Kurt. Wir haben 8 Minuten, Sir. Ich werde Sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Winter, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Machen Sie sich unsichtbar, Winter. Guter Plan. Brauchen Lagebericht. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn sie noch da drin ist, Winter. Wissen Sie, wie der Frachtabwurf funktioniert? Damit kann man Fracht im Flug abwerfen. Bin ganz sicher, Bishop. Sie müssen den Frachtabwurf zurücksetzen, bevor Sie ihn benutzen. Die automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell machen, Winter. Habe verstanden. Schaffen Sie sich den Frachtabwurf, bevor Sie den Hebel betätigen. Aha. Thank you.
Auto. Ich hab's immer noch nicht zurückgesetzt. Ich verarsche. Ja, aber nicht so schlau. Hm.
Martin, Hilfe! Ist das wirklich alles passiert? Auf, Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für Sie. Muss ich erst Ihren Namen nennen? Wenn jemand Ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg! Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich! Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg! Nein. Ich mache keine Scherze, Bishop. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen! Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen! Das ist der Plan! Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht! Danke, dass Sie es nicht getan haben. Oh mein Gott! Ich hab gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in Ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Wird das funktionieren? Das funktioniert.
Woher wollen Sie das wissen? Sie haben also auch ein Mädchen verloren? Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles. Neuer Rekord. Oh. Kampagnenstatistik. Helfen. Ja, das war tatsächlich Aliens Colonial Marines. Okay, über das Ende sage ich jetzt nichts. Aber es wäre durchaus interessant. Na gut, dass es der echte, nicht der echte Bishop sein kann. Ist ja irgendwo auch klar. Weil wenn natürlich die Timeline, also Prometheus und Alien Covenant ja jetzt auch mit zum Kanon gehören, ist der echte Peter Wellington schon lange tot. Der wurde ja, glaube ich, in Prometheus ja quasi getötet. Und gut. Was er jetzt da an Daten heruntergeladen hat, ist natürlich, wäre natürlich schön zu wissen. Und ob damit wirklich das große Wayland-Yutani-Unternehmen gestürzt werden kann, bezweifle ich mal sehr stark. Im vierten Teil wird zwar gesagt, dass das Unternehmen irgendwie von einer Supermarktkette aufgekauft worden ist, aber es gibt ja die wildesten Theorien, dass es tatsächlich nicht so ist. Und dieses UCM, was ja im vierten Teil als so eine Art Militär genannt wird, eventuell auch Wayland Yutani, nur unter einem anderen Namen ist, aber naja. Wir müssen wohl noch einfach warten, bis da die nächsten Filme kommen. Und dann werden wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr erfahren. Ja, wie gesagt. Colonial Marines, was lässt sich so jetzt dazu sagen? Es ist leider wirklich kein so gutes Spiel. Vor allem die KI von meinen Mitstreitern geht mir so übelst auf den Senkel. Das geht gar nicht. Dann schießen die, kommt mir da vor, als würden die mit Gummimunition schießen. Naja. Was war denn sonst noch so? Ja, jetzt zum Negativen. Okay, die KI von den Aliens, die ist auch eher suboptimal. Ich meine, dieser, wie nennen die den im Spiel? Der Lurker oder halt dieser Sneaky Alien, den ich mal so nenne. Wären das die Standardgegner, wäre es tatsächlich echt interessant gewesen, aber dadurch, dass die nur so Special-Gegner waren, die waren als, wie gesagt, als Gegner okay, die normalen fand ich ein bisschen. Vor allem, da es ja bekannt ist, dass es da wohl einen Programmierbug gibt, der die tatsächlich noch dümmer werden lässt. Den hatten wir ja irgendwann gegen Mitte des Spiels ja umgeändert und man hat es schon ein bisschen gemerkt, dass die dann etwas minimal intelligenter an die Sache gegangen sind. Aber nur minimal. Ja,
Nichtsdestotrotz, es hat leider nicht das an Versprechen gehalten, was uns damals oder was damals mit der E3-Demo gezeigt worden ist. Und es gab da wohl einen riesen Hin und Her zwischen Sega und Gearbox. Schlussendlich hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sega noch die Lizenzrechte hat. Ich glaube, die haben die gar nicht mehr. Die haben sie wohl mit dem Spiel verloren. Und ja, ein Jahr später, ich glaube 2014 kam Alien Isolation, oder? Doch, 2014, oder? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Aber Alien Isolation war zum Beispiel ein Spiel, warum ich mir auch eigentlich eine PlayStation 4 damals geholt habe. Und es war schon um einiges besser als Colonial Marines. Ist halt einfach so. Kommen wir mal jetzt aber mal zu den positiven Aspekten. Also was ich halt ganz toll finde, ist, dass sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben, das Ganze so gut wie möglich an den Film zu halten oder an sich an den Film zu orientieren. Da waren auch immer diese kleinen Gimmicks mit dabei, wie der Aufbau von, ja, sagen wir mal, das erste Gimmick war direkt am Anfang die eine Hälfte vom Bishop, dass sie den da drin mit eingebaut haben, was halt ganz klar sich an den zweiten Film orientiert. Und dass man zum Beispiel auch den Puppenkopf von Jude finden konnte, das war auch eine tolle Sache, dass sie den, wie heißt der, den Hudson, den haben wir ja in der Kanalisation gefunden, dass sie den nochmal mit reingebracht haben, war an sich auch ein ganz nettes Gimmick. Und klar, diese fliegenden, kugelartigen Drohnen, die wir jetzt gerade am Ende gesehen haben, das war natürlich auch ein nettes Gimmick, was ganz klar an Prometheus erinnert. Also man hat schon ein bisschen was versucht, von jedem Film mit da reinzubringen, abgesehen vom vierten Teil. Das würde ja auch gar nicht gehen. Gut, ob die Geschichte jetzt Kanon ist oder nicht, darüber kann man streiten tatsächlich. Auf der offiziellen Webseite, ich glaube diese Alien Anthology Webseite, wo auch die Timeline, meine ich, hinterlegt ist, da wird das Spiel auf jeden Fall mit eingeführt und auch als Kanon bezeichnet. Dementsprechend ist der Tod von Hicks im dritten Teil ja gar nicht echt. Es gibt eine Erweiterung, die nennt sich Stasis Interrupted oder Stase unterbrochen, wo man das Ganze so ein bisschen aus der Sicht von Hicks spielt. Und ich meine, am Ende wird man sogar auf Fury 161 kommen und ich glaube, Stasis unterbrochen endet genau da, wo sich Ripley am Ende von Teil 3 da in den Tod stürzt. Das ist auch ein ganz nettes Gimmick. Aber naja, das waren so mit die wenigen positiven. Wie gesagt, es ist leider kein so wirklich gutes Spiel. Ich meine, die Atmosphäre, man hat es versucht gut umzusetzen, ist leider nach hinten losgegangen. An manchen Stellen ist das okay umgesetzt, aber es sind leider mehr Schwächen als Stärken bei dem Spiel. Nichtsdestotrotz, als echter Alien-Fan spielt man alles und vergibt viel. Ich hätte ja vorgehabt, als nächstes tatsächlich Alien Trilogy. Aber ich glaube, ihr wisst, das war dieses Spiel, was halt die ersten drei Filme quasi als Thema hat. Und ich glaube, für eine Sega-Konsole und für die PlayStation 1 als auch für den PC kam. Beim PC war es tatsächlich unter DOS und ich habe es drauf. Ich habe auch die DOS-Box. Aber ich kriege
Lostbox nicht wirklich zum Laufen. Jetzt fehlt der Ton, jetzt fehlt die Musik und die Musik ist wirklich gut bei dem Spiel. Das ist ja zum Beispiel die Soundtracks, die wir am Anfang gehört haben, bei den Steam-Startet-Bildschirmen. Das sind zum Beispiel die Soundtracks aus dem Alien Trilogy-Spiel. Und die sind wirklich echt gut. Und das war damals wirklich eins der Spiele. Ich glaube, das war auch auf der PlayStation 1 Demo-CD mit drauf. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich, als ich die PlayStation 1 hatte, oder bekommen hatte, auch dieses Spiel gespielt und ich fand das echt... Also ich habe mich ein bisschen gefürchtet, weil es halt sehr dunkel und du hast kaum Sichtweite und dementsprechend ist das noch gut bei mir in Erinnerung. Das ist wahrscheinlich... Ich würde es tatsächlich auch gerne mit euch im Stream spielen, nur wie ich das genau jetzt umsetze, müssen wir tatsächlich nochmal gucken, weil über die DOS-Box ist schwierig, da muss ich mich erst einarbeiten. Eventuell werde ich mir eine PlayStation Classic Mini holen und dort das Spiel dann oder über die PlayStation Classic dann das Spiel spielen und abgreifen. Oder eventuell mal tatsächlich wieder zurück in die gute alte Jugend und mir eine gebrauchte PlayStation 1 eventuell holen. Wobei ich dann aber wiederum spezielle Capture-Hardware brauche. Naja, ist alles nicht so einfach. Dann gibt es ja immer noch das Thema ReCore. Eigentlich bin ich es euch schuldig, dass wir es zu Ende bringen, ich weiß. Und ich mache das nicht mehr heute. Ich war letzte Nacht bis 4 Uhr wach und heute möchte ich eigentlich mal etwas eher schlafen gehen. Und ich weiß, ich bin euch das Durchspielen von Rico schuldig. Ich will das auch machen. Ihr sollt ja jetzt nicht auf dem kahlen Ast sitzen. Doch, wie gesagt, wann wird sich zeigen, kann ich noch nicht sagen. Auch die Videos, ich weiß, die Videos zu den RGB-Lüftern von Cooler Master und der CPU-Lüfter von Cooler Master, die stehen auch noch offen. Ich überlege aber tatsächlich, diese dann erst zu produzieren, wenn halt mein neues Hauptsystem steht, mit dem guten Fred. Mit dem guten Fred, den Ripper Fred, den 1920X. Dann läuft das mit dem Rendern wahrscheinlich auch mal ein bisschen besser als mit den 7700K, den ich habe. Aber naja, alles noch Zukunftsmusik. Ich denke mal, der nächste Stream wird sich in Bezug wieder an einem PlayStation-Stream sein. Da habe ich auch noch sehr, sehr viele Spiele, die ich noch anspielen muss. Und ja, ein Spiel ist noch Death Stranding, das muss ich spielen. Ich muss das Shadow of the Tomb Raider noch durchspielen. Dann habe ich immer noch Ni No Kuni 2, das muss ich auch noch spielen. Dann habe ich noch... The Evil Within 2, das habe ich auch noch nicht angespielt. Vielleicht werde ich das streamen. Mal schauen. Ja, das wäre vielleicht ein Kandidat. Dann habe ich oder noch hier, wie heißt das? Uncharted Lost Legacy. Ich habe das auch schon seit über einem Jahr drauf. Ich habe es noch nicht angespielt. Das wäre vielleicht auch ein Titel, den wir uns beim nächsten Mal anschauen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar die beste Entscheidung, weil Ni No Kuni habe ich noch keine Erfahrung. Da weiß ich noch nicht, ob das Streaming tauglich ist. Dann habe ich noch Tales of Ceres. Nee, nicht Bethesda. Oh, wie hieß das? Tales of Cerestaria. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das auch im Sale. Das habe ich mir auch geholt. Das habe ich auch noch nicht angespielt. Dann habe ich Final Fantasy 9. Das habe ich auch damals auf der PlayStation 1 so geliebt. Auch noch drauf. Auch noch nicht angespielt. Also wie gesagt, ich bin dann beim Zocken komme ich gar nicht hinterher. Naja. Wie gesagt, ich überlege mir was für ein nächstes Mal. Und ja, ich werde Rico auch irgendwann beenden, wenn ich irgendwann diesen Rage von diesen Arena-Kämpfen
hinter mir gelassen habe, weil er ging mir so dermaßen auf den Sack. Ja, das ging gar nicht. Aber naja, wir werden es auf jeden Fall zu Ende bringen. Okay. Wie gesagt, das war Colonial Marines. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen ist, lasst mir ruhig einen Daumen hoch da, ein Abo, ein Follow. Schadet euch nicht und mir schadet es auch nicht. Das zeigt mir, dass euch das gefällt. Und dementsprechend verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Dar Schmitzel. Ja. Wo haben wir? Streamende? Also denn, schönen Abend. Man sieht sich.